Jetzt aber heißt es, Rennen 2 in Betracht zu ziehen. Mit Antonelli 1, mit Wurz 2, Lausen auf 3 und mit Kamara auf 3. Ampel 4 ist geschaltet, fünfte Ampel leuchtet, Ampel ist aus, Start ist frei und wieder so ein glänzender Start von Antonelli. Also das muss man ihm lassen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass er das so unter Beweis stellt, wie es funktioniert. Aber da kommt noch einer der Prima-Piloten aus der dritten Position, müsste das Lausen gewesen sein, der da ebenfalls richtig gut weggekommen ist und der offensichtlich Charlie Wurz den Schneid abgekauft hat. Kurve 1, alles gut gegangen. Ja, Lausen auf der zweiten Position, Wurz nur Dritter. Und Kamara mit Platz 4 erstmal ausgestattet. Hat zumindest diesen Platz halten können. Armand bleibt Sechster. Da ist dazwischen noch Kaspar Stuka, sein Teamkollege. Schwarzes Fahrzeug, schwarz abgesetzt. Us Racing. Die beiden Us Racing Piloten nebeneinander. Armand über die Außenbahn. Das könnte funktionieren. Viermal Prema Racing SRL, dann dreimal Us Racing, so wie es den Anschein hat. Ja, ist so. Armand also an der fünften Position und schiebt sich jetzt auf Rang 4 vor. Na, das war mal also sehr unspektakulär, oder auch nicht. Nimmt da erstmal ein bisschen Anlauf und hier schieben sie sich gegenseitig ein bisschen von der Bahn oder rodeln im Performationsflug von selbiger. Rasmus Jozimis steht da ein bisschen quer zur Bahn. Hatte da zwei Piloten aber gleich noch mitgenommen, allerdings ohne Berührung, so wie es den Anschein hatte. Das war einfach kollektives oder Solidargemeinschaft. Wenn du, dann ich auch. Und das gleich bei dreien. Armand hatte also Schwierigkeiten, Platz 4 zu übernehmen, ist aber in der Zwischenzeit als Viertplatzierter notiert. Und da sind auch gleich die Herren Stuka und auch Bora mit durchgegangen. Sodass sich also offensichtlich der Brasilianer Rafael Kamara, der Rookie, im Augenblick nur mit der siebten Position zufrieden geben muss. Der Zweitplatzierte des ersten Durchgangs, zurückgefallen von 4 auf 7 und das innerhalb von 3-4 Kurven. Da ist die Kerpener Mannschaft rund um Gerald Unger und Ralf Schumacher in der Person oder in den Personen ihrer Fahrer mal kräftig über Kamara hergefallen. Und wer kräftig vorne angast, ist der Spitzenreiter, der Laufsieger des ersten Durchgangs. Und man darf es ja jetzt sagen, der aktuelle Tabellenführer. Denn es ist ja so, dass Andrea Kimi Antonelli Spitzenreiter nach dem ersten Durchgang ist, weil er sich die volle Punktzahl eingefahren hat. Wie geht die Nummer aus? Geht sie gut aus? Ja, ohne Berührung. Alles im grünen Bereich. Man hatte so ein kleines bisschen Ziehen in der Leistengegend gerade beim Anbremsen auf Lassos. Aber alles gut gegangen. Da steckt nämlich Pedro Perino im vierten Us Racing Fahrzeug mittendrin. Und nicht nur der, sondern auch Alfio Spina. Ein weiterer Rookie. Da vorgestellt ist Frederik Lund, RSGP. Das war der mit dem Reifenschaden in Durchgang 1. Und auch Alfio Spina, das war der, der den Reifenschaden verursacht hat. Und der dann plötzlich ohne Frontspoiler durch die Gegend fuhr in Rennen 1. Also Kamara scheint so ein bisschen aus dem Tritt zu sein. Da hat der Nächste seinen Frontspoiler verloren und das ist unsere Dame im Feld. Das ist Maya Voigt, die Niederländerin. Die hat den Frontspoiler unter sich begraben. Achten Sie drauf, gleich oben im Bild. Nee, kriegt man nicht mehr zu Gesicht. Fahrzeug mit der Startnummer 83, die Pilotin von Iron Dames, ist ohne Frontspoiler unterwegs. Oder zumindest war sie mit dem Fahrzeug auf selbigem aufgesetzt. Also es war nicht mehr die Originalfassung. Und damit ist dann natürlich alles hin zum Teufel. Großer Kampf dort hinten und ich glaube fast... Habe ich mich jetzt gerade ein bisschen blenden lassen. Ich wollte sagen, dass das einer der Piloten von Prema ist, aber das ist Quatsch. Denn Rot-Weiß haben wir ja nochmal im Feld. Das ist mit der 21 Michael Sauter, mit dem Familienfahrzeug, also nicht Familie, mit dem Familienteam, der dort diesem Quartett vorgestellt ist. Da ist Rosenkranz mit bei. Da steckt auch Marcos Flack mit drin, der Australier.
Und auch Biron Bagdi war damit beteiligt in diesem Paket. Die ersten 5 Minuten also in diesem Durchgang sind absolviert und es hat schon die ein oder anderen Verschiebungen doch gegeben. Aber alles in einem absolut guten Rahmen. Das, was an Schwierigkeiten aufgetreten ist, wie beispielsweise bei Maja Voigt, da wissen wir nicht, woran es gelegen hat. Es kann ein Ansetzen an einem Fahrzeug sein, ein Aufsetzen oder Anfahren, Nasenstüber wegholen. Das kann aber genauso gut sein, dass es vielleicht irgendwo ein bisschen zu hart über die Curbs drüber ging. Aber das sind halt eben so Sachen, die passieren. Was passiert hier? Marcus Armand versucht sich jetzt auf der Innenseite. Charlie Wurz ist da als jetzt Zweitplatzierter vermeldet. Dan Lawson verliert seinen Frontspoiler bei dem Versuch, seinen Teamkollegen in einen Konter zu versetzen und sich selber wieder zurückzufahren auf Platz 2. Haut sich der Däne eine kräftige, blutige Nase bzw. selbige haut er sich mal eben kurzerhand ab. Die ist jetzt nicht mehr da. Das war eine schlecht getimte Aktion. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Ja, natürlich wollte er es versuchen. Natürlich war er auf einer guten Linie und hat gemerkt, der Schwung ist da. Aber Charlie Wurz kann sich natürlich auch nicht in Luft auflösen. Das geht auch nicht. Und es war sein gutes Recht, dort zu sein, wo er stand. Da hätte ein bisschen mehr Übersicht sicherlich Konrad Lawson gut getan. Der ist jetzt also raus aus der Nummer. Da gibt es für ihn nichts mehr zu holen. In Sachen Podium sowieso schon mal nicht mehr. Und wenn es um Punkte geht, naja gut. Wir haben es bei Frederik laut gesehen, bei Frederik Lund. Es geht, wenn man unten im Bereich der Boxengasse ankommt und als letzter wieder rausfährt, kann man trotzdem noch bis an die Punkte ranfahren. Und das hier, das ist Maja Voigt. Das ist die Niederländerin, tief enttäuscht über diesen frühen Ausfall. Frontspoiler verloren, wir haben es vorhin gesagt. Deswegen also das Aus. Während der Spitzenreiter jetzt hier durchkommt, wird also gleich irgendwann dann auch Konrad Lawson hier oben bei Start und Ziel aufschlagen. Und dann bin ich mal gespannt, ob es neben der neuen Nase auch eine Wiederausfahrt gibt. Marcus Armand wird aktuell wo geführt? Mit der 52 sehe ich jetzt auf dem Bildschirm gerade gar nicht. Da scheint der Transponder nicht zu funktionieren. Deswegen taucht er da auch nicht auf. Also nicht irritieren lassen. Mit der 7 ist es Charlie Wurz, der als Zweitplatzierter fährt. Und direkt dahinter, das ist Marcus Armand, auch wenn der jetzt in der Zeitenliste nicht auftaucht. Da hat also der Transponder einfach in kurzer Zeit ausgesetzt. Nicht irritieren lassen. Der ist noch Dritter, vielleicht aber gleich auch Zweiter oder Vierter. Je nachdem, wie die Nummer ausgeht. Armand setzt sich gegen den Wurz durch und schiebt sich in die zweite Position und zieht damit automatisch auch seinen Teamkollegen gleich hinterher. Nikhil Bora kommt da ebenfalls vorher noch. Charlie Wurz verliert seinen Frontspoiler. Wie gibt's denn das? Von hinten kommt sein Teamkollege James Walton als Rookie gerade an Charlie Wurz vorbei. Und Wurz, glaube ich, hat den Notausgang gewählt. Kann das sein? Steht da in einem Kies? Ist das Wurz? Nein, es ist nicht Wurz. Das ist... Oh, wei. Das ist derjenige, der auf Rang 3 vorgefahren war, Nikhil Bora. Plattfuß hinten links, hinten rechts, so wie es aussah. Das könnte dann die Erklärung sein für das Verlieren des Frontspoilers von Charlie Wurz. Das ist jetzt eine Spekulation, der werden wir sicherlich gleich irgendwann auch Aufschlüsse geben können. Hier ist das Auto von Konrad Lawson. Und das Aus für den Dänen frühzeitig. Also, was im ersten Durchgang so unglaublich gut vonstatten ging für die Mannschaft von Prema Racing SL, endet hier gerade in einem halben Desaster. Zunächst mal ist auf jeden Fall safe, dass Antonelli vorne der Spitzenreiter ist. Wir müssen jetzt ein kleines bisschen aufarbeiten, um nochmal zu gucken, was passiert denn da eigentlich jetzt gerade. Nehmen also Antonelli als Spitzenreiter mit auf die Reise. Der ist auch erstmal mit der Wurst über den Zaun. Der ist erstmal weg. Und dann gucken wir mal, was dahinter kommt. Das ist Armand. Der taucht zwar links in ihrer Auflistung nicht auf, was die Zeiten angeht und die Platzierungen angeht, der ist aber Zweiter. Da hat einfach nur der Transponder seinen Dienst quittiert. Somit also mit der 52, bitte festhalten, Marcus Armand
Us Racing Pilot auf Rang Nummer 2. Dann ist plötzlich Dritter James Wharton, der Australier mit der 13. Rote Startnummer, das heißt Rookie. Dahinter folgt mit der 15 Nikita Bedrin an der 4. Position. Und das ist dann auch eigentlich so der erste, den man als Verfolger oder als Leader der Verfolger bekannt geben darf. Da gibt es jetzt auch keine neue Nase mehr. So, das hat Charlie Wurz jetzt auch gesehen. Anfahrt in Richtung seines Teams und das Signal finito, Feierabend. Zwei neue Nasen werden benötigt, aber bitte erst für morgen früh. Hier haben wir es. Amon gegen Watson. Dann Bedrin dahinter. Für Lausen gibt es übrigens die schwarz-weiß-diagonale Flagge. Das guckt er sich jetzt von der Boxenmauer aus an, wie ihm die entgegengehalten wird. Denn der fährt ja nicht mehr. Das Auto steht unten, er ist ausgestiegen, steht an der Boxenmauer. Kriegt jetzt nachträglich noch die schwarz-weiß-diagonale Flagge. Hinter Bedrin ist dann übrigens mit der 88. Und auch hier scheint der Transponder einen kleinen Aussetzer zu haben. Der wird nämlich auch nicht geführt. Rafael Camara, wer kommt da mit Plattfuß rein? Das ist die 44. Achso, das hatten wir vorhin schon vermeldet. Nikhil Bora, der Us Racing Pilot. Wird da auch not amused sein über den Puncture hinten rechts. Also im Grunde können wir jetzt das, was gerade an Einblendung auf den Platzierungen angeht, uns so ein kleines bisschen schenken. Und wenn Sie da mal genau hinschauen, oder wenn ihr da mal genau hinschaut, dann seht ihr, dass die 52 fehlt an der zweiten Position. Es fehlt aber tatsächlich auch die 2. Also wir sind da jetzt tatsächlich mit dem zweiten Platz nicht mit dabei. Es fehlt der 5. Platz in dieser Auflistung. Da steht nämlich die Zahlen 3, 4, 6 und auch 8 und auch 10. Das heißt, auch die Plätze 7 und 9 sind da erstmal nicht mit eingeblendet. Also nehmen wir einfach jetzt die Irritation komplett mit an Bord und werfen sie dann über Selbiges wieder hinaus und sagen, lasst uns gleich nochmal auf die Strecke gucken, da haben wir die Auflösung. Das ist der Zweitplatzierte ganz vorne, jetzt gerade aus dem Bild rausgefahren, schwarzes Fahrzeug, gelb abgesetzt. Markus Amon. Dahinter Watson in der 3. Position. Wir erinnern uns, Startposition war jenseits von Gut und Böse eigentlich für den Australier. Insofern ist das schon ein richtig gutes Ergebnis, dass er sich hier auf Platz 3 jetzt vorgefahren hat. Dann folgt Bedrin als Verfolger oder als Führender dieser Verfolgertruppe, dieses Trios, das da jetzt gerade ins Bild hier in La Source einsticht. Camara ist mitbeteiligt und es ist auch mitbeteiligt, haben wir das jetzt richtig gesehen, 37, ja, müsste das sein. Kaspar Stuka, ja, genau, schwarzes Fahrzeug, Us Racing, ganz schwarz. Das sind die drei, die im Moment dann in der Verfolgung aktuell dort unterwegs sind. Camara wird sich jetzt versuchen, irgendwo wieder zu platzieren gegen Nikita Bedrin, gegen den Italiener von PRM Racing und ist geglückt. Wir reden über den Kampf um Platz 4. Der Brasilianer jetzt also wieder vorgerückt. Auch hier nochmal in Erinnerung gerufen, als Vierter gestartet, plötzlich auf 7 zurückgefallen, jetzt wieder auf 4 vorgefahren. Drive-Thru-Penalty für Markus Amon. Es gibt eine Durchfahrtsstrafe für den aktuellen Zweitplatzierten. Markus Amon. Pushing another driver, forcing another driver off the track. Das Herbeiführen für das Herunterfahren, für das Herunterdrücken eines gegnerischen Kontrahenten von der Bahn. Er hier mit der 52. Muss gleich zur Durchfahrtsstrafe antreten. Und damit ist auch sein Rennen zum Teufel. Da war es erstmal nichts mit dem Zweifachsieg. So, was haben wir vorhin gesagt? Bremer SRL. Erster Durchgang, absolut top mit 4 Leuten auf den ersten 4 Positionen. Zweiter Durchgang führt zum Desaster. Ja, warum eigentlich? Wenn Amon jetzt gleich die Durchfahrtsstrafe antritt, dann haben wir wieder 3 Bremer Racing SRL-Piloten auf dem Podium. Dann haben wir Antonelli auf 1. Dann haben wir Watson auf 2 und Camara auf 3. So schnell kann sich innerhalb eines Rennens das alles für ein Team drehen. Da bekommt der Begriff Achterbahn in den Ardennen gleich eine ganz andere Bedeutung, was die heute durchmachen. Nicht nur, dass wir uns auf der viel zitierten Ardennen-Achterbahn befinden, sondern das Prema Racing SRL-Team weiß auch genau, wie es sich offensichtlich anfühlt, in einem Rennen mal vom Himmel in die Hölle und wieder zurückgeschickt zu werden. Und das waren jetzt vielleicht 10 Minuten. Noch nicht mal. 7 oder 8 Minuten, in denen das wirklich vom absoluten Top-Ergebnis
bis zum Desaster und jetzt gleich wieder zu einem absoluten Top-Ergebnis führen. Gut, wenn 5 Autos starten und 2 fallen aus, ist immer noch die Frage, muss ich da über ein Top-Ergebnis reden? Wenn aber die 3 Autos, die dann übrig bleiben, auf den Plätzen 1, 2 und 3 liegen, dann kann ich mir diesen Luxus ruhig erlauben und kann sagen, ja, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Da gibt es, glaube ich, dann nicht allzu viele Diskussionen drüber. Es hat sich in der Zwischenzeit Stuka vorbeigefahren an Nikita Bedrin. Aber das wird jetzt auch gleich nicht mehr lange Bestand haben, denn Bedrin setzt zum Konter an. Der PHM Racing Pilot, ui, da geht's aber jetzt weit raus, mit seinem Teamkollegen Taylor Banner. Die machen das schon wieder. Die haben das Gleiche vor und das Gleiche gemacht. Wie im ersten Durchgang, wie man zu dritt unterwegs war, seitens der Prema-Mannschaft. Und vor einigen Jahren, ich bleibe bei dem Vergleich mit Michael Schumacher und Mika Häkkinen, an der gleichen Stelle. Aber Stuka lässt sich da nicht wirklich beeindrucken, schiebt sich wieder zwischen die PHM-Piloten. Bei dem ist ja der nächste PHM-Pilot auch nicht in weite Ferne, der steckt nämlich auch mittendrin und das ist Jonas Ried mit der 41. Dreimal PHM Racing, die dort sich betteln mit dem Ass-Racing-Piloten, mit Kasper Stuka. Stark, was die da gerade vorführen. Jetzt schaut sich einer den Rafael Camara an. Schaut sich einer den Brasilianer mit der 88 an. Aktuell in diesem Trio der Verfolger an der 4. Position fahrend. Aber der hat Tuchfühlung und Kontakt zu seinem direkten Teamkollegen, zu Watson. Und James Watson wird, oh, jetzt geht's gleich weiter. Achso, eine Durchfahrtsstrafe bekommt. Ich wollte gerade sagen, nächste Durchfahrtsstrafe für Pushing Another Car, für Charlie Woods. Der steht aber auch schon im Off hier unten in der Boxengasse. Muss der die jetzt eigentlich einmal durchlaufen oder reicht das, wenn er das einfach nur zur Kenntnis nimmt? Ich weiß es nicht. Nein, Scherz beiseite. Also Charlie Woods hat von dieser Durchfahrtsstrafe jetzt nicht mehr und nicht weniger. Wann kommt Amor rein? Jetzt jedenfalls noch nicht. Er bleibt noch draußen auf der Bahn. Tritt seine Durchfahrtsstrafe noch nicht an. Das wiederum bringt Watson wahrscheinlich gerade zur Weißglut. Denn er weiß, wenn er jetzt an Amor vorbeigehen würde oder vorbeikäme, dann wäre Camara sicherlich erstmal ein kleines bisschen auf Schlagdistanz gehalten. Dann wäre er so ein bisschen außen vor stehen und könnte ein kleines bisschen durchatmen. Er kommt aber nicht vorbei. Und er kann auch nicht auf diese Art und Weise versuchen, jetzt Meter zu machen. Denn dazu müsste er freie Fahrt haben. Ist das jetzt vielleicht der Fall? Vergräbt sich fast im Heck des Franzosen. Geht über den Windschatten und da zieht sich natürlich Camara jetzt mit durch. Auf der anderen Seite, gleiche Stelle, gleiche Welle. Rechts, links kombiniert und Amon ist derjenige, den sie als Deppen am Ende darstellen. Und Camara zieht sich dann gleich in die zweite Position vor. Saubere Aktion des Brasilianers. Und wer hätte vor ein paar Runden noch damit gerechnet, dass der Zweitplatzierte des ersten Durchgangs nach diesem etwas verworrenen, verkorksten Start aus seiner Sicht gesehen, jetzt plötzlich wieder an der zweiten Position ist? Das musst du erstmal hinbekommen. Denn er hat zwar nicht umsonst 180 PS unter der Haube, aber den haben alle. Das ist nicht so, dass das jetzt eine Seltenheit wäre. Oder die große Ausnahme. Nee, das war ist einfach bockstark, was der Brasilianer da fabriziert. Und das setze ich jetzt einfach mal gleich mit dem, was sein Teamkollege an der Spitze da vorne abzieht. Was im Training gelaufen ist für Andrea Kimi Antonelli in den beiden Qualifyings. Und auch das, was er im ersten Durchgang gezeigt hat und auch das, was er jetzt im zweiten Durchgang zeigt. 10,7 Sekunden oder 10,8 Sekunden an Vorsprung für Antonelli auf seine Teamkollegen. Jetzt sogar 11,2 Sekunden. Klar, da hat es ja den Wechsel gegeben. Camara ist ja vorbei. Ist ja neuer Zweiter. Boah, war das stark. Oder ist das stark. Aber von beiden. Antonelli, wir reden gerade mal über den gleich beginnenden letzten über das gleich beginnende letzte Drittel. Wir sind also erst noch im zweiten Renndrittel, Ende des zweiten Renndrittels unterwegs. 10 Minuten 30 in ein paar Sekunden, die dann noch zu fahren sind. Jetzt kommt Amor hinein. War auch die höchste Zeit. Dann kommen die nächsten Prema-Piloten hier bei Start und Ziel mit Camara und Watson durch. Stuka in der 4. Position.
Kasper Stuka, der Pole, Rang 4, aber schon 3 Sekunden Rückstand auf Watson. Dafür nur 0,8 auf den dahinterfahrenden Taylor Banner von PHM Racing mit der 77. Kita Bedrin, Teamkollege, auf 6. Und auch Jonas Ried gehört in die PHM Racing Mannschaft hinein, als 7. im Bunde. Hier haben wir im Hintergrund, im Bildhintergrund, dieses Duell. Da geht es aber erstmal für Bedrin jetzt darum, sich gegen seinen Teamkollegen durchzusetzen, gegen Taylor Banner. Der wird kurzerhand mal ins Off geschickt. Tja, so kann es gehen. Das freut dann wieder die Teamchefs da draußen am Rand der Strecke. Roland Rehfeld ist übrigens der Teamchef von PHM Racing. Selbst ehemaliger Truckfahrer, selbst auch schon mal im ADAC GT Masters unterwegs gewesen. Gut, zugegebenermaßen liegt schon ein paar Jahre zurück, aber das soll ja nicht heißen. Roland Rehfeld, der Berliner, Teamchef von PHM Racing. Und ich bin davon überzeugt, nach dieser Aktion hat er jetzt mindestens, wenn man die Fingernägel mal alle zusammenzählt, die er sich gerade abgekaut hat, mindestens 3 cm davon verschlungen. So schnell kann das gehen. Da brauchst du keine Nagelschere mehr, wenn du als Teamchef am Rand der Strecke stehst und dann siehst, wie deine Jungs gegenseitig sich von der Strecke kegeln. Und er hier ist gerade offensichtlich ein bisschen einsam unterwegs. 2,9 Sekunden nach vorne Platz, 1,1 Sekunden nach hinten. Kasper Stuka, Ass Racing Pilot. So, und ganz oben haben sie gerade noch so ein ganz kleines bisschen gesehen, aus dem Bild rausgefahren. Das war der Spitzenreiter. Ich will jetzt keine Spannung herbeiführen, die nicht da ist bei 8 Minuten Renndistanz. Aber Kamara hat in der letzten Runde eine Sekunde abgeknabbert zum Spitzenreiter. Klammer auf, es sind immer noch 10,2, Klammer zu. Trotzdem, ich behaupte jetzt mal, es waren wieder 0,7 auch in dieser Runde. Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist mal eine klassische Art der Verwaltung des Vorsprungs. Das hat nichts damit zu tun, dass er gerade hier Flügel bekommen hat, nämlich Rafael Kamara. Das hat auch nichts damit zu tun, dass der Spitzenreiter Andrea Kimi Antonelli plötzlich nicht mehr weiß, wo die Strecke lang führt. Sondern das hängt einfach damit zusammen, dass er jetzt ganz genau weiß, bei diesen 7,5 Minuten, die noch auf der Uhr zu fahren sind, da kann ich mir diesen Luxus erlauben und muss nicht mehr diese 102% fahren. Es reichen 100. Diese Konzentration, die musst du dann auch erstmal behalten da vorne. Es bringt ja nichts, wenn du da vorne jetzt dem Rest des Feldes davonfährst und wie es halt in Rennfahrerkreisen immer so schön heißt, wenn du gegen dich und gegen die Uhr alleine fährst, dann ist es unglaublich schwer, die Konzentration zu halten, weil du nur noch den Fokus auf dich und auf das Auto legst. Du hast keine Anhaltspunkte mehr. Ja, das ist wie Qualifying fahren. Aber im Rennen ist es dann doch wieder was anderes. Das hat dann nicht mehr wirklich viel mit Qualifying zu tun. Kamara wird uns jetzt mal ein bisschen abgestoppt. Mal sehen, was da gleich bei Start und Ziel rauskommt. Ich behaupte mal, es wird eine Differenz von etwa 8,7, 8,8 Sekunden nur noch sein. Aber wie gesagt, wenn wir das dann alles hochrechnen auf die letzten Runden, wird sich da nichts mehr bewegen. Und auch das gehört dann zum Lernen eines Rennfahrers dazu. Hier gilt es dann in Richtung Antonelli, dass du halt auch in der Lage bist, ein Rennen zu verwalten, ohne dabei in große Schwierigkeiten zu geraten, ohne die Konzentration zu verlieren, ohne das Auto zu verlieren, was dann eine logische Konsequenz der fehlenden Konzentration wäre. Sondern einfach deinen Stiefel runterzufahren. Und das Ganze in absolut kontrollierter Art und Weise. Ja, es gibt natürlich dann auch den Umkehrschluss. Und auch das muss ein Rennfahrer dann lernen. Auch das wird in der Highspeed-Schule des Motorsports logischerweise auch ihm widerfahren und passieren. Nämlich dann, wenn es um die Platzierungskämpfe geht. Mal gucken, wie weit wir jetzt getippt haben. Wir haben gesagt 8,7, 8,8 Sekunden etwa Rückstand. Boah, na gut. Dann sind es halt wieder 10. Haben wir uns halt ein kleines bisschen daneben gelegt mit unserem Tipp. Wer ist denn alles in den Punkten? Hinter Antonelli, Kamara und Watson und Stuka fahren ja noch einige mehr mit. Da ist beispielsweise Nikita Bedrin an der 5. Position.
Da ist Taylor Barnard auf Rang 6. Jonas Reed in der 7. Position. Das ist dieses ganze Paket, das uns hier gerade eingefangen wird. Marcus Armand fährt dort um die 10. bzw. sogar 9. Position. Denn hinter Reed ist dann Alfio Ospina als 8-Platzierter. Und der nächste Rookie, Frederik Lund, ist derjenige, der auf 9 ist. Und der kommt in Radion in größte Schwierigkeiten. Irgendwo musste er jetzt hin. Er hat sich für den Weg abseits der Strecke kurz entschieden. So, kommen die am Ende der Kemmelgeraden auch alle an? Schaffen die auch alle die erste Kurve, die Rechtskurve? Oder gibt es da Schwierigkeiten? Man schert aus, man bremst, man rutscht rein, man schwimmt mit dem Auto auf und man arrangiert sich. Alle kommen durch. Sauber. Ganz sauber. Das haben sie ordentlich gemacht. Da ist dann mit der 71 unter anderem auch Markus Flack mit bei der Australier. Armand ist also 9. trotz Durchfahrtsstrafe. Auf 10 im Moment Frederik Lund, der Pilot aus Costa Rica. Hört sich ein bisschen schwedisch an, der Name. Kommt aber aus Costa Rica. Das haben wir im ersten Teil ja auch schon gesagt. Fährt unter der Lizenz Nicaraguas. Elfter im Bunde ist dann übrigens im Moment Ethan Ischer, der Schweizer von Jenser Motorsport. Das Fahrzeug mit der Startnummer 27. Und dann schließt sich dem an mit der 71 Markus Flack, der RSGP-Pilot. Das ist dieses Viererpaket hier. Bestehend aus Lund, aus Flack, aus Ethan Ischer und dem gerade nochmal eingeblendeten Michael Sauter. Sauter Engineering and Design. Der wird hier am Ende dieses Viererpakets an der 13. Position gesichtet. Zwei Runden stehen uns noch zu Buche in diesem Durchgang. 14. ist dann übrigens Rasmus Jussimis, der Finne. Und Natavut Birombakti folgt dann als 15. im Bunde. Der Rest steht in der Box und ist nicht mehr mit von der Partie. Runter Richtung Radion, hinein in die Senke. Und jetzt alle Backen zusammennehmen, die zur Verfügung stehen, wenn du da unten durchfährst. Da lupfst du nicht mehr, da bremst du nicht mehr. Das sind Gehkräfte, die da auf deinen Bauch sich ausdehnen. Da macht man sich in der Regel kein wirkliches Bild von. Bäumchen, wechsel dich beim Windschattenspiel auf der Kemmelgeraden. Und allen voran Respekt für Michael Sauter. Der hat die Situation am ehesten ausnutzen können, für sich umsetzen können und ist erstmal auf Rang 4 vorgefahren. Rang 11, Gottes Willen, so schnell war ich jetzt auch nicht. Rang 11, das ist übrigens der Zweitplatzierte, Rafael Camara. Aber Sauter wäre damit um einen Platz an den Punkten dran. Vielleicht geht da bei ihm sogar noch was gegen Frederik Lund, gegen den RSGP-Piloten. Was geht bei Camara? Rang 2. Was geht bei Antonelli? Hier, Rang 1. Einsam und verlassen in der Steppe der Ardennen. Italienische Manpower am italienischen, an der italienischen Teampower. Prema Racing SRL und der Fahrer, und den sollten Sie sich jetzt mal wirklich merken, auch für morgen, Andrea Kimi Antonelli. Und morgen heißt es dann Reverse Grid aus diesem Ergebnis. Das Ergebnis hier, während da rollt, ausrollt wohl offensichtlich Nikhil Bora. Kann das sein? Eigentlich nicht. Der war ja schon in der Box, oder? Sei es drum, werden wir gleich nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Das Ergebnis dieses Rennens hier, das wir jetzt gerade sehen, ist die Ermittlung der Startaufstellung für Rennen 3 morgen früh.
Aber die ersten 8 Positionen werden dann in umgekehrter Startreihenfolge starten. Das heißt, er hier als potenzieller Laufsieger in Spee, Andrea Kimi Antonelli, wird morgen von der 8. Position aus ins Rennen gehen. Aha, das war Pedro Perino, der Portugiese von Us Racing, der ohne Frontspoiler hier durch die Boxengasse hindurchfährt. Das wäre also Startplatz 8. Rafael Camaro als Zweitplatzierter würde von 7 ins Rennen gehen. James Watson als Drittplatzierter, potenzieller Kandidat für Startplatz 6. Und der 8. im Bunde aktuell ist mit der 3 Alfio Spina, der Italiener von BWR Motorsport. Und der würde aktuell für morgen früh dann auf der Pole Position stehen, wenn es bei Platz 8 reicht, bleibt. Aber Amon ist nur 0,8 Sekunden weg. Der hat vielleicht noch gar nicht aufgegeben. Und der weiß natürlich auch, dieser eine Platz mehr, während sich hier gerade verabschiedet Jenser Motorsport. Das müsste dann das Auto von Rasmus Jutsimis gewesen sein. Ne, 27. Ethan Ischer, der andere, der Schweizer. Wenn Amon also diesen einen Platz noch gut macht, dann würde tatsächlich der französische Finne morgen ganz oben stehen, was die Pole angeht. Soweit sind wir aber noch nicht. Verfolgen wir erstmal im weiteren Verlauf, während, ja, jetzt habe ich es, glaube ich, auch so ein kleines bisschen verstanden. Die fahren ihre Fahrzeuge schon raus. Also das ist keine Wiederaufnahme des Rennens oder sowas, sondern die mussten aus der Boxengasse raus, um dann unten die Einfahrt ins Parc Fermé zu absolvieren. Deswegen fahren die über die alte Boxengasse gerade wieder zurück und deswegen wird es von den Kameras eingefangen. Doppelsieg. Doppelsieg für Italien, für Andrea Kimi Antonelli. Glückwunsch an den Piloten von Prema Racing SRL. Das ist mal eine deutliche Ansage an das Feld, mit einem Doppelsieg in eine Saison zu starten. Großartig. Rafael Camaro wird am Ende Zweiter nach diesem Auf und Ab dieses Rennens. Auch von ihm eine großartige Leistung, die er dort an den Tag gelegt hat. James Watson ebenfalls, Wharton, ebenfalls kaum minder zu bewerten. Der kam ja auch aus den Niederungen des Feldes, irgendwo um Platz 7, 8 herum und steht am Ende jetzt gleich auf dem Podium als Drittplatzierter. So wie Kaspar Stuka in der 4. Position und der 5. im Bunde, Nikita Bedrin. Dahinter auf 6 ebenfalls noch in den Punkten, Taylor Banner von PAM Racing. Jonas Ried in der 7. Position, ebenfalls in den Punkten. Und tatsächlich, Marcus Amon hat sich tatsächlich noch diesen einen vakanten Platz geschnappt. Und dementsprechend wird er morgen dann aus der Pole Position das Rennen in Angriff nehmen. Diesen dritten und abschließenden Lauf. 9.15 Uhr Startzeit, 9.05 Uhr Streambeginn, 9 Uhr Kaffeemaschine einschalten, nicht vergessen. 9. Platz und damit auch noch in den Punkten. Aber das wird natürlich jetzt für ihn eine bittere Pille sein, die er da zu schlucken hat, weil er eigentlich anders unterwegs war. Alfio Spina wird am Ende tatsächlich nur in Anführungsstrichen auf Platz 9 geführt, nachdem er so lange den 8. Platz inne hatte. Frederik Lund, hier haben wir es grafisch nochmal alles aufgearbeitet. Frederik Lund am Ende auf Rang 10. Denn ab Platz 9 gilt das Ergebnis von heute für die Startaufstellung. Also Spina morgen 9. Startposition, Lund auf 10. Sauter dahinter auf Rang 11. Auch das ist schade, da hätte es beinahe ja den ersten Punkt dann gegeben. Markus Flack mit der 12. Position vor Ethan Ischer und Rasmus Jutsimis auf Rang 14. Ebenfalls in der Wertung ist noch Biron Bakdi und Perino. Das sind diejenigen, die wir... Na, Perino bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Könnte knapp werden. Das ist also das Ergebnis des 2. Laufes ADAC Formel 4 Germany. Wir schauen uns gleich noch ein paar Highlights an und sagen danke, dass ihr alle mit dabei wart. Ich hoffe und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir auch. Morgen früh also Neuauflage. 9.05 Uhr Streambeginn. Wir hoffen, euch alle wieder zu hören und zu sehen. Habt einen schönen Samstag und den Beginn des Sonntags.